Ja, blicken wir noch mal gemeinsam zurück. Dieses Osterfest, das nun hinter uns liegt, war wirklich eine Grenzerfahrung. Man durfte keine Schwiegereltern besuchen, überhaupt keine Verwandten besuchen, stattdessen tagelang auf dem Sofa liegen, Netflix glotzen und immer nur essen, essen, essen. Dass wir das durchgehalten haben, da können wir wirklich so stolz drauf sein. Wirklich so stolz. Verdammte Helden, verdammte Helden. Andererseits, was sollte man auch sonst machen, ne? Zu den ganzen touristischen Zielen dürfen wir ja nicht mehr hin. Der Stadthafen von Fürstenberg leer. Einzig der Hafenmeister ist auf seinem Posten und wartet darauf, dass die Krise vorbeigeht. Ich werde mich hier in die Sonne setzen, werde den, ja, Entschuldigung, den Schwindel nachgucken. Da muss er sich doch nicht entschuldigen. Schönes Hobby. Es waren wirklich verrückte Ostern. Verrückte Ostern mit leeren Kirchen. Überlegen Sie mal, leere Kirchen. Das kennen unsere Pfarrer gar nicht. Der war gut. Dafür gab es aber diesmal Autogottesdienste. Haben Sie das gelesen? Autogottesdienst. Und ich sage, warum nicht? Wir schlagen jetzt unsere Passat-Bedienungsanleitung auf und hupen Lied Nummer 316. Man muss sich zu helfen wissen. So eine super Idee. Das ist auch dieses Oster-Komplettpaket für zu Hause. Darin enthalten Kerzenweihrauch und ein Andachtsheft. Gottesdienst to go. Das kommt gut an. Hammer Idee. Das wird sich durchsetzen. Das wird sich durchsetzen. Gottesdienst to go. Ich habe mir eins kommen lassen. Guck mal, da ist alles drin. Ne? Weihrauch zum Beispiel zum Mitnehmen. Ah, 2, 3 tiefe Züge und man denkt, man spricht direkt mit Gott. Und was haben wir noch? Ah, hier, guck mal, eine Flasche Wasser. Die kann ich dann nachher selber zu Wein verwandeln. Super. Nein, man muss sich wirklich zu helfen wissen. Trotzdem, die Kirchen bleiben also erstmal leer und die Religionsfreiheit macht Pause. Im Grunde wie unser Grundgesetz insgesamt. Es macht Pause. Es ist halt eine brutale Abwägung. Gesundheit versus Freiheit. Stichwort Reisefreiheit. Neuerdings gibt es bei uns ja sogar wieder innerdeutsche Grenzkontrollen. Wenn man zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern einreist, um da die Kernfamilie zu besuchen, ist das noch so gerade okay. Aber dieser Berliner hier, der wollte ernsthaft zu seiner Tante. Doch statt umzudrehen, fährt der Berliner einfach weiter. Eine Osterfeier bei Tante und schon beginnt die Verfolgungsjagd. Später wird er den Beamten erzählen, sein Navi habe gesponnen. Er ist schnell wieder eingefangen und wird mit Blaulicht zur Landesgrenze eskortiert. Abgeschoben, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wieder ein Tantenbesucher hinter Schloss und Riegel. Inzwischen ist in Deutschland alles wieder wie, weiß ich nicht, 1832, wenn man von Hessen-Kassel nach Hessen-Nassau wollte oder so. Auch Hamburg und Schleswig-Holstein sind jetzt offiziell im Krieg, weil immer wieder, ist kein Witz, reiche Hamburger versuchen, illegal nach Sylt zu gelangen. Ja, nach Sylt. Die landen nachts mit ihren Booten oder verkleiden sich als Handwerker. Liebe Zuschauer, verschließen wir nicht unsere Augen vor diesem Elend. Nichts gegen Pflegepersonal oder Supermarktkassiererinnen. Aber wer denkt in diesen Tagen an reiche Hamburger mit Häusern auf Sylt? Das Regime von Schleswig-Holstein lässt diese Menschen nicht mehr auf ihre Insel. Wenn jeder von uns nur einen reichen Hamburger in seinem Kofferraum nach Sylt schmuggelt, im Heißluftballon oder durch einen selbstgegrabenen Tunnel unter dem Wattenmeer, können diese Hanseaten bald wieder lachen. Deshalb schützen wir jetzt das Grundrecht auf Asyl. Danke. Ja, schöne Aktion. Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Eigentumsfreiheit, alles macht wegen Corona Bubu. Und nein, natürlich wird gerade nicht heimlich die Corona-Diktatur eingeführt, wie die üblichen Verstrahlten im Netz behaupten. Aber Tatsache ist schon, der Staat sollte ständig prüfen, ob es auch mit weniger Grundrechtseinschränkungen gehen würde. Die Polizei hat jetzt mehrfach, wie hier in Berlin, Demos für eine humanere Flüchtlingspolitik aufgelöst. Und zwar, obwohl sich die Demonstranten wirklich an alle Abstandsregeln gehalten haben. Ich meine, die Art Staat wollen wir ja eigentlich nicht werden, oder? Sonst sieht das hier bald aus wie in Tunesien, wo Fußgänger von Polizeirobotern kontrolliert werden. Ja, Madame. Ja, Madame. Der hat die angemacht. Ja, die beiden sind jetzt verheiratet. Wichtig ist, dass wir Bürger der inneren Logik von Corona-Beschränkungen noch folgen können. Man muss folgen können und das ist nicht immer einfach. Neulich hat zum Beispiel die Polizei in München das hier getwittert. Nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. What? Ich meine, hilft weniger Lesen gegen Corona? Ich glaube nicht. Musste der bayerische Innenminister dann auch kurz danach wieder korrigieren. Trotzdem bleibt der Stadtpark wirklich ein juristisches Minenfeld, auch in Nordrhein-Westfalen. Eine Mutter macht mit ihren Kindern Picknick im Park. Die Sache ist nämlich so: Wer von zu Hause Essen mitbringt, macht ein Picknick. Verboten. Sich am Kiosk eine Cola oder ein Eis kaufen, erlaubt.
Ja, logisch. 250 Euro Bußgeld mussten die bezahlen, die frechen Picknicker. Ja, solche Regeln verunsichern die Menschen schon. Wir sind ja alle sehr diszipliniert, aber das verunsichert. Auch in Hessen hieß es zwischendurch, man darf im Park rumlaufen, aber nicht rumsitzen. Inzwischen auch zurückgenommen. Es ist kompliziert von Land zu Land, aber ich versuche das Wesentliche mal für Sie zusammenzufassen. Normales Joggen ist weiterhin überall gestattet, aber nur bei einer Mindestgeschwindigkeit von 12 Stundenkilometern. Was wir hier sehen, ist wahrscheinlich schon hochgradig illegal. In Köln dürfen 2 Leute im Park auf der Wiese sitzen. Wenn sie dabei 50 Snickers futtern, die sie nebenan am Kiosk gekauft haben, ist das legal. Wenn sie aber selbstgebackene Dinkelkekse von zu Hause mitgebracht haben, sind sie leider Kriminelle. Auf der Parkbank sitzen ist noch erlaubt, dabei Enten füttern nicht. Denn das ist dann natürlich ein Picknick, logisch. Und damit haben sich die Wasservögel strafbar gemacht und werden abgeführt. Ich hoffe, Sie zu Hause haben das alles mitgeschrieben. Politiker müssen natürlich alle Szenarien durchspielen. Was, wenn das Verständnis der Bevölkerung für die Corona-Maßnahmen doch noch irgendwann kippt? Was dann? Man könnte uns Bürgern zum Beispiel Angst machen. Ja. Genau das steht nämlich auf einer Seite eines 17-seitigen Strategiepapiers, das externe Experten neulich, kein Witz, fürs Bundesinnenministerium erstellt haben und das inzwischen geleakt wurde. Wir schalten mal live zu Caroline Kebekus nach Berlin. Sie leitet fürs Ministerium die erwähnte Expertengruppe. Frau Kebekus, was genau war noch mal Ihre Aufgabe? Das nennt man Nudging, Englisch für Schubsen. Der Bürger wird von uns geschubst, damit er von alleine vernünftige Entscheidungen trifft. Und Sie, Herr Welke, denken dann, Sie hätten tatsächlich was entschieden, aber in Wirklichkeit habe ich Sie genatscht. Merken Sie gar nicht. Toll. Und wie geht Schubsen? Naja, unter anderem mit Angst. Steht ja auf Seite 13 unseres leider geleakten Corona-Papiers. Zitat: Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung verdeutlicht werden. Und da hatten wir als Experten zum Beispiel vorgeschlagen, ruhig auch mal unseren Kindern ein bisschen Bammel zu machen. Weil die Blagen ja denken, Corona geht sie nichts an. Die sollen mal drüber nachdenken, was passiert, Zitat, wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen. Ja, da gucken sie aber. Alter, das ist ja grauenvoll. Die armen Kleinen kriegen ja Albträume. Ja, das ist ja der ganze Witz bei der Sache. Deswegen haben wir doch sogar neue Kinderbücher vorgeschlagen. Weißt du eigentlich, wie ansteckend ich bin? Pumuckl hustet Meister Eder an und Findus hat Pettersson umgebracht. Ja, sehr schön. Aber muss man denn überhaupt mit Angst arbeiten? Ich meine, wir Deutschen haben doch in der Geschichte nun wirklich bewiesen, dass wir gerne Befehle befolgen. Uns muss man doch gar keine Angst machen. Ja, mein Gott, das war halt mal ein Brainstorming. In unserer Runde saßen übrigens Wirtschaftswissenschaftler mit drin, aber natürlich auch erfahrene Kindererschrecker wie Stephen King oder Rolf Zukowski. Verstehe. Und wird jetzt weiter genatscht? Na Logan, sobald die Kitas wieder aufmachen, trete ich da auf mit meinem Corona-Kasperle-Theater. Vorsicht, Großmutter, das Krokodil hat eine Fledermaus gefressen. Lass dich bloß nicht anhusten. Und jetzt huste ich euch an, Kinder. Voll gruselig. Caroline Kebekus. Caroline Kebekus, ja, man kann wirklich nur hoffen, dass die deutsche Wirtschaft diese Corona-Krise einigermaßen und irgendwie übersteht. Wer sich wirklich, muss man sagen, bewundernswert schnell an die neue Lage anpasst, sind tatsächlich unsere Kriminellen. Ja, da heißt es höllisch aufpassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorsicht Falle, Nepper, Prepper, Virenfänger mit Friedemann Weise. In diesen Tagen ist Vorsicht geboten, liebe Zuschauer. Aber nicht nur vor Viren. Überall nutzen Kriminelle die Corona-Krise aus. Es sind sogar falsche Polizisten unterwegs, die an der Haustür Bußgelder verlangen. Kleiner Tipp, Betrüger verraten sich oft durch ihre Dienstnummer. 123 Partypolizei. Um ganz sicher zu gehen, machen sie laute Musik an. Und wenn der Beamte so reagiert, ist er wahrscheinlich kein Polizist. Auch Webseiten von Corona-Hilfsprogrammen wurden gefälscht, um an sensible Daten zu gelangen. Auch hier gilt Augen auf.
offizielle Seiten des Landes NRW erkennen Sie immer an dieser Startseite. Wegen Serverüberlastung nicht erreichbar. Leider findet man auch unseriöse Heilmethoden gegen Corona. Ein Politiker in den USA behauptet zum Beispiel, dass man mit einem Föhn die Viren im Hals töten kann. Wissenschaftlich ist das sehr umstritten. Effektiver ist da auf jeden Fall der gute alte Kärcher. Ein weiteres Problem sind selbstgenähte Masken. Oft bieten diese nicht ausreichend Schutz. Zum Teil sind sie sogar grob fahrlässig. Ich empfehle stattdessen das hier. Karnevals Katzenohren. Sieht dumm aus, aber die Idee dahinter ist so simpel wie genial. Das Virus stammt ja von Fledermäusen. Und Fledermäuse haben Angst vor Katzen. Siehst du? Am gefährlichsten sind aber die Scharlatane auf YouTube und Co. Das im Labor hergestellte Coronavirus war eine Vertuschung für die Durchsetzung obligatorischer Impfungen, welche man uns aufzwingen wollte. Aber jetzt ist es die größte verdeckte US-Geheimdienstoperation geworden, welche die Welt je gesehen hat. Genau, der Geheimdienst hat ihm schon die Farbe abgedreht. Wie kommt man auf sowas? Und meine Informationsquellen sind nicht immer die schlechtesten. Nicht immer, aber sehr oft, oder? Zum Glück gibt es im Netz ja auch positivere Menschen, beziehungsweise Engel oder Engelenergien. Am besten, sie erklärt es selbst. Ich bin ein inkarnierter Engel, also eine Engelenergie in einem menschlichen Körper. Okay, und was macht so eine Engelenergie in der Corona-Krise? Gemeinsam erschaffen wir das neue Zeitalter für euch auf Erden. In Liebe, Erzengel Michael und alle Engel dieser Welt. Ups, was ist eigentlich mit der Infektionsrate bei Erzengeln? Davon hat Drosten natürlich nie geredet. Denken Sie da mal drüber nach. Kleiner Tipp, es hat mit dem US-Geheimdienst zu tun. Tschüss. Alter, der Clip hatte ja wieder alles, du. Wahnsinn, inhaltlich stark, Satire, Comedy Gold. Ich hab's noch drauf. Also, ich würde den Kanal direkt abonnieren und auf Gefällt mir drücken, wenn ich das nicht schon getan hätte. Das war wirklich stark. Junge.